Hallo, ha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 14 von Sherlock Holmes. The Devil's Daughter. Was passiert da gerade mit der Musik? Präsentiert von Queen Nerdy Dala. Wir sind hier immer noch in Albeats Haus. Whose House? Albeats Haus. Was ist denn da an der Wand? Das ist aber sehr verdächtig, oder? No, it's not. Okay. Eigentlich soll das die letzte Episode sein, die ich heute aufnehme, aber ich würde natürlich gerne den Fall abschließen. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Ich muss mal gucken, ich habe aber Käsekuchen, der auf mich wartet, ja! Und deswegen muss ich gleich erstmal, vielleicht mache ich dann eine Pause und nehme dann so lange weiter auf, bis, bis der Fall gelöst ist. Wir gucken mal. Ja, die kriegen wir ja wohl irgendwie auf, oder? Wir haben hier gerade mit einer Axt irgendwelche Schüssel zerschlagen. Wo ist die Axt überhaupt? Wir reden mal eben mit Watson oder wir gucken uns hier erstmal nochmal genau um. Hier kann ich nicht dongen. Was tun wir als nächstes, Holmes? Okay, du bist ja große Hilfe, danke. Wieso kann ich hier nicht lang? Weil da miniaturmäßig was auf dem Boden lag, großartig. Ich schaue mich hier mal weiter um. Wie kriege ich denn diese Tür hier auf? Warte mal. Brechen Sie nachts mit... Okay, das wissen wir noch. Finden Sie mehr über Albeat heraus. Untersuchen Sie den Mord. Wir sind, glaube ich, fertig hier, ne? Oder? Wie kommen wir denn da rein? Ich renne nochmal eben hoch und guck mal hinter den Vorhang. Ne, hier waren wir aber überall schon. Hier können wir nichts einsammeln. Nö. Hier können wir ja auch nichts mehr sehen. Schon cool hier oben, so abgeschirmt, so ein extra Bereich. Also so eine Hütte hätte ich auch gern. Können wir hier noch irgendwie was klauen? Wir klauen doch so gerne Briefe. Ah! Haha! Hoho! Oh oh, einen Sarg aufmachen. Nein, töte mich nicht! Nur die Ruhe. Es ist vorbei. Keine Angst. Sie! Oh. Aber was machen Sie hier? Sie sind keine Ärzte, oder? Nein. Nun, nicht ganz. Wollen wir diese Charade jetzt beenden? Ihr richtiger Name ist Albeat, nicht wahr? Sie waren Mitglied in Charles Yellinghams Club. Ja, war ich. Was ist passiert? Sagen Sie, was hier passiert ist. Nach Ihrem Besuch im Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. Ich lag auf dem Sofa dort und spürte plötzlich eine böse Präsenz im Raum. Eine böse Präsenz? Ach, vermutlich war es nur das Fieber. Fluch. Oder etwa eine lebende Statue? Ja, es war eine der Doppelstatuen. Ich sah ihren Schatten und glaubte, dass sie nach mir suchte, mich umbringen wollte. Es war so schrecklich. Wie beim Mord an Greystoke wurde die Statue lebendig, als sich das Opfer vor ihr befand. Ich muss ihr Haus untersuchen. Vielleicht gibt es Spuren. Okay, falscher Name. Zack Rice, verschlossene Tür, letzte Expedition. Ich mache erstmal verschlossene Tür. Unten da unten gibt es eine verschlossene Tür. Kann ich den Schlüssel haben? Ja, aber in dem Zimmer gibt es nichts Interessantes. Was gucken wir mal, ne? Letzte Expedition. Die Expedition nach Guatemala. Vor 14 Jahren? Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Es heißt, Sie seien dort gestorben. Ich hatte ein schlimmes Fieber. Und wollte, dass sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge und einen Arm verlor ich. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich es wieder nach London. Falscher Name. Weshalb der falsche Name? Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos und einsam. Ein lebender Toter. Nicht mehr lange. Vielleicht war das ja mein Fluch.
nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tekunumans Rache. Zacharias. Sie wissen, dass Greystoke umgebracht wurde, oder? Ja, und ich habe gelesen, dass es ein Speer war. Wie passend. Passend? Nun, er betrieb Archäologie fast wie einen Sport. Immer auf der Jagd nach Adrenalin. Wie viel Adrenalin wohl im Spiel war, während er starb. Als Beute. Und wer war dann wohl der Jäger? Tekunuman? Wer auch immer. Für mich geht es sowieso bald zu Ende. Ich frag mich, warum der so eine Riesenhütte hat, wenn der irgendwie quasi ja nicht arbeiten kann und so. Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. You're very welcome, my dear. Was tun wir als nächstes, Holmes? Okay, also das ist leider auch im letzten Spiel so gewesen von, Watson kann man nicht ganz so viel Hilfe erwarten, sondern wir gehen jetzt mal hier rein. Haben wir den Schlüssel bekommen? Haben wir. Was haben wir denn hier? Gut, dann gehen wir mal hier rein. Schauen uns mal um. Haha, klauen wir mal wieder Briefe. Brasilien, Sao Paulo, 14. April 1883. Ich, Claudio João Inácio da Silva, gebe hiermit Albi, Dijk und Baquadambo von diesem Tage an alle Rechte und Freiheiten für sie und alle ihre Nachkommen. Claudio João Inácio da Silva. Okay. Und noch ein Brief. Stipitz, weg ist er. Liebste, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen. Aber du musst verstehen, dass meine Entscheidung nur zu eurem Besten war. Wie könnte ich jemals wieder in die richtige Welt zurückkehren? Sollte irgendjemand die unsägliche Schande dieser fehlgeschlagenen Expedition und meiner Versklavung aufdecken, wäre der Name unseres Sohnes für immer entehrt. Es ist für uns alle das Beste, wenn ich als gestorben in Tekunumans Tempel in Erinnerung bleibe. Ich bin zurückgekommen, um euch ein letztes Mal zu sehen. Danach möchte ich ganz alleine auf den Tod warten, mit meiner kostbaren Sammlung, den Früchten meines Lebens, das ich der Archäologie gewidmet habe. Ein Freund von mir, der Gerichtsvollzieher ist, wird sich später um den Verkauf der Sachen kümmern. Das ganze Geld bekommst natürlich du. Sei bitte nicht traurig, denn der Tod wird für mich ein Segen sein. Vorkehrungen für meine Bestattung habe ich bereits getroffen. Lebt wohl, meine Lieben. Ich hoffe inständig, dass ihr mir vergeben könnt und wünsche mir nichts mehr, als dass ihr nach mir endlich ein glückliches Leben führt. Und draußen weint ein Kind, wie passend. Okay, ein Schlüssel, den sie... Genau, okay. Alles klar, dann gucken wir uns mal, was ist das? Okay, mal wieder zurückdrehen. Albi jetzt Frau und Sohn, nehme ich an. Okay, das glauben wir nicht, wir sind aber nett. So, weg mit der Kiste. Okay, da können wir nichts mehr sehen. Da, wo ich wohne, wohnen die traurigsten Kinder der Welt. Ich sag's euch, es weint immer irgendein Blag auf der Straße. So. Komisch, ne? Ach so, Tee. Fingerabdrücke. Aha, da hinten ist ja wohl, kann entfernt werden. Miniaturtempel. Meine Schwester ist übrigens gerade in Mexiko und die guckt sich auch so die Maya-Stätten da an. Das Innere scheint fein ausgearbeitet, aber ich kann es nicht richtig erkennen. 1894. Dieses Modell entstand nach der Expedition nach Guatemala. Kann ich... Das Innere scheint... Ja, ich glaube, sonst kann ich hier nichts mehr... Das sieht aber aus, als könnte man das irgendwo... Aha, alles klar. Also, als könnte man das irgendwo einsetzen. Beweise, erfragen. Das Miniaturmodell einer Maya-Pyramide aus Albis Haus. Okay. Bett. Dieses Bett ist sehr klein. Wirklich sehr klein. Ah. Okay, ich glaube, wir haben ja alles. Dann gehen wir mal wieder zu Albi zurück. Und dann fragen wir ihn mal, was, warum ist denn hier überhaupt so ein Schissel auf dem Boden? Wir laufen erstmal in ihn rein und dann fragen wir ihn. Kleines Zimmer. In dem kleinen Zimmer steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow.
Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten Sie Bescheid? Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Oh. Sie werden mich wieder verlieren. Es ist scheißegal, ob der Vater ein Krüppel ist. Oh Mann, ne, tut mir voll leid. Mr. Orbit, was ist das hier? Aber unmöglich. Wie haben Sie sie gefunden? Antworten Sie. Vor 17 Jahren baute ich ein Modell des Tekun-Oman-Tempels. Wir verstauten es im Globus, im Club, bevor wir auf die Expedition gingen. Aha. Keine Ahnung, ob es noch dort ist. In Guatemala träumte ich von einem fehlenden Teil. Von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment. Sie betraten den Tempel? Nun, ja. Und wir fanden die Pyramide aus meinem Traum. Aber ich war zu schwach. Ich konnte das Rätsel um ihren Eingang nicht lösen. Ich habe versagt. Und wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr... Haben Sie daher gemäß Ihren Visionen diesen letzten Teil gebaut? Und? Nichts. Ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit der Pyramide nochmal ins Clubhaus zurück, ne? Nochmals danke, dass Sie mich gerettet haben. Okay. Hier sind wir fertig. Dann gucken wir mal eben, was wir hier machen müssen. Wir gehen dann gleich nochmal zurück ins Clubhaus. Genau, wir müssen ja auch noch in dieses Büro da einbrechen. Ihr seht, was wir alles noch machen. Da, oh Gott, wie viel haben wir denn jetzt hier? Okay, Albrechts Modell. Erstmal Albrechts Krankheit, Albrechts Sohn. Nein, das geht nicht. Okay. Tempel wurde nicht betreten. Albrechts Version der Expedition. Achso, der Tempel wurde nicht betreten, hat uns der Charles erzählt, oder was? Aussagen. Die Aussagen von Sir Charles und Bernard Marley stehen im Widerspruch zu Albeits Aussage. Keiner von ihnen will jedoch über den Tempel reden. Okay. Ja, ihr seht, wie viele Fakten über die Tat. Albeits Version. Tempelmodell. Es ist möglich, das Modell des Tempels von Tekun Uman fertigzustellen. Ja, wir werden... Ja, ich glaube, wir müssen zurück in dieses... Clubgebäude. Albeits Sohn. Albeits Version. Fakten über die Tat. Nee. Nee, okay, es passt alles nicht. Oh, dass das so rumschwimmt immer, das macht mich irre. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Albeits Krankheit, Albeits Version der Expedition. Aber das muss doch zusammenpassen hier. Wieso passt das nicht zusammen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Albeits Krankheit, Albeits Sohn geht nicht. Auch nicht. Flucht durch das Fenster. Kleine Statur, eine Person von kleiner Statur, möglicherweise Albeits Sohn, könnte durch das kleine Fenster im Dach passen. What? Was geht denn jetzt ab, ey? Sohn ist unschuldig. Ein kleines Kind ist nicht kräftig und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Verdächtiger ist klein. Albeit lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören. Und diese Person könnte auch der Mörder sein. Brrr. Ich mach erstmal, Sohn ist unschuldig. Alter, was geht denn hier jetzt, ey? Ach nee, da waren noch mehr Hinweise. Ich bin jetzt total verwirrt, ne? Ich bin echt hammermäßig verwirrt. Albeit lügt. Albeit hätte das Modell der letzten Pyramide nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition betreten hätte. Albeit lügt nicht. Albeit muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herzustellen. Er könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Wir machen erstmal lügt. Oh
Wahrheit über Tempel herausfinden. Benutzen Sie das Tempelmodell im Club, um herauszufinden, warum die Teilnehmer an der Expedition nicht darüber reden wollen, was damals im Tempel von Tekun Uman vorgefallen ist. Okay, wir machen nochmal. Okay, hier können wir nichts mehr kombinieren. Nein. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal in den Club. Oh, ups. Da reisen wir jetzt nochmal hin. Und dann versuchen wir mal irgendwie... Ich meine, da fehlten ja zwei Teile in dem Globus. Jetzt weiß ich nicht, ob man die Pyramide da trotzdem einsetzen kann. Die hatte ja den... Boden sah ja aus wie ein Zahnrad. Und ich habe immer noch diesen bekackten Arztscheiß an hier. Und dass das die Leute nicht wundert. Ich spreche den Charles hier mal an. Ein Mord. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ach. Watson ist nicht mehr dabei. Soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Ah. Oh, wow. Was war das denn? So. Auf zur Pyramide. Und jetzt hier mal schauen. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Und finden Sie heraus, was sich wirklich im Tempel abgespielt hat. Wie denn? Einige Teile fehlen. Hä? Ich kann die aber nicht auswählen oder so. Das weirdet mich jetzt out. Jetzt muss ich mir nochmal überall gucken, ob ich hier irgendwie... Kann ich in irgendwelche Bücher oder so reingucken? Oder hier noch auf irgendwelchen Bildern was sehen? Ha. Hm. Gehen Sie in den Club und finden Sie mehr. Vielleicht muss ich jemanden anquatschen. Ne, also hier. Ach, sorry. Da stand doch irgendwas mit, gehen Sie in den Club oder nicht? Kann ich mit euch reden? Ich weiß nicht. Schrecklich. Ob der Club jetzt geschlossen wird? Okay, also diese Miniaturpyramide, die sagt mir irgendwie nicht, was ich jetzt als nächstes zu tun habe. Er auch nicht. Er sagt wahrscheinlich immer noch das Gleiche. Ja, okay. Geht das, kann ich mit hier? Nee. Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Okay, also Club war wahrscheinlich dann... Oh, Monsieur Charles, ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Okay. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Nee, das war nicht richtig. Wir gehen erstmal zu Baker Street. Ich ziehe mir mal wieder andere Klamotten an. Weil dieses Arztgedönse ist schon ein bisschen Banane, damit rumzulaufen. Was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Da stand doch irgendwas mit dem Club, aber ich kann noch nichts anfangen. Es scheinen ja zwei so Platten zu fehlen. Und ich gehe jetzt davon aus, wenn man diese Platten einsetzt, geht der Globus auf und dann kann man die Pyramide da irgendwie einsetzen. Das ist jetzt meine Vermutung, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber irgendwie... So, erstmal umziehen. So, wir ziehen uns mal an. Bandit, Seelsorger... Sportkleider. Komm, jetzt ziehen wir den Fashion-Mantel hier an. Und wir machen mal hier wieder Brille weg. Wir lassen das mal. Und machen mal wieder hier die Standardhaare. Ja.
So, und dann, ich versuche jetzt mal einfach auf der Karte das hier anzuwählen und hoffe, dass wir in der Nacht da landen. Das wäre sehr cool. Vor allen Dingen, wenn man so früh versucht, die Fälle zu lösen, dann geht einem ja auch total viel Spielzeit verloren. Watson, seien Sie wachsam und vor allem still. So, meine Lieben, es ist Nacht, es ist gut. Und wir machen aber hier in der nächsten Episode, werden wir hier einbrechen. Und hoffen, dass wir dann Näheres rausfinden zu dem ganzen mysteriösen Schissel, der hier abgeht. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann! Aloha.